Das Erste, was mir wichtig ist für diesen heutigen Tag, ist euch zu sagen, wir sind keine Frösche. Wir haben gemerkt, dass man uns aufkochen will langsam. Schon 1932 war bekannt, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädlich ist und zu depressiver Stimmung, Kopfschmerzen und nervösen Erschöpfungszuständen führt. Seit den frühen 60er Jahren ist dies durch eindeutige Studien belegt worden. Trotzdem wurde diese Technik in den 90er Jahren durch die Mobilfunknetze flächendeckend eingeführt. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, ist das klar? Denn wenn seit 1932 bekannt und seit den 60er Jahren eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädigend ist, dann ist das eine Verschwörungstatsache, nicht eine Verschwörungstheorie. Kurz nach Einführung des ersten digitalen Mobilfunknetzes 1997 in der Schweiz gab es einen sprunghaften Anstieg an psychischen Erkrankungen, an Erkrankungen der Nerven- und Sinnesorgane und des Stoffwechsels. Mittlerweile ist es offiziell, dass nach 10 Jahren Handynutzung mit einem etwa dreifach erhöhten Risiko für bösartige Gehirntumore zu rechnen ist. Wir sind keine Armee, aber hier herrscht ein Krieg. Wir sind aber ein Volk, das überleben will. So gehen wir heute auf die Straße. Das erste Mobilfunknetz in Deutschland, eingeführt 1992, hatte 800 Sendestationen. In der Zwischenzeit haben wir 120.000 davon. Das ist ein Zuwachs von 15.000%. Und immer noch werden Masten gebaut. Schon heute gibt es in Deutschland etwa 6% strahlensensible Menschen. Tendenz stark steigend. Wenn der Trend so weitergeht, sind Studien zufolge im Jahr 2017 schon 50% der Bevölkerung Strahlenallergiker, belastet mit extremen Einbußen im täglichen Leben. Wir kämpfen heute nicht um Ansichten, wir kämpfen nicht um Meinungen, wir kämpfen um unser Leben. Okay? Und zwar um das Leben unserer Familien, unserer Kinder. Schäden durch Mobilfunk wie Hirntumore, Blutveränderungen, Krebs, genetische Störungen und andere Probleme sind bewiesen. In Forschungsversuchen wurde menschliches Blut in Reagenzgläser gefüllt und mit Mikrowellen bestrahlt. Es zeigte sich, dass sich unter dem Einfluss von Strahlenfeldern die Zellkerne spalten. Wir sind nicht gekommen, um zu verhandeln. Wir sind gekommen, um Anklage zu erheben. Anklage gegen vorsätzliche Körperverletzung. Strahlung durch Mobilfunk kann den Hormonhaushalt durcheinanderbringen. So wird zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin gestört, aber auch Stresshormone werden vermehrt ausgeschüttet. Die Folge sind Schlafstörungen bis hin zu Depressionen, Unruhe und Panikgefühle. Ebenso ist erwiesen, dass Mobilfunkfelder krebsfördernde Wirkung haben. Der Krebs entwickelt sich im Einfluss der Felder schneller und schlimmer als normalerweise. Nach mehr als 10 Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20-200%. Auch die Umwelt bleibt nicht verschont. Die flächendeckende Bestrahlung der Erde bewirkt unter anderem Baumsterben, Missgeburten bei Nutztieren und Bienen verlieren ihre Orientierung, mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft. Wir sind keine Demonstranten, wir sind Verwundete, die in Notwehr handeln. Hier gehen wir an der Front mit Verwundeten, die existenziell nicht mehr existieren können. Die leben in den Wäldern, in den Höhlen, in den Klüften. Hier sind Verwundete, die um ihre Existenz kämpfen. Wir sind keine Demonstranten, sondern Verwundete, die in Notwehr handeln. Mobilfunk ist ein Angriff auf alles Leben. Die Leidtragenden sind wir alle, da es kaum noch strahlungsfreie Räume gibt. Wir sind umgeben von einem mehr als lückenlosen Mobilfunknetz und Handynutzern ringsum. So werden wir unausweichlich zu Passivtelefonierern. Die Dauer der Bestrahlung ist entscheidend für die Schädigung. Besonders betroffen sind daher die Kinder, die schon von Mutterleib an den Strahlungen ausgesetzt sind. Denkt an die Kinder! Es gibt nur eine Lösung im Umgang mit dieser Technik und das ist absoluter und konsequenter Verzicht. Eine andere Lösung, den verheerenden Folgen dieser Technik zu entkommen, gibt es nicht. Handystrahlung verursachte Krebs. Nach einem Trainerwechsel beim Schweizer Fußballmeister titelte die Basler Zeitung: Beim FCB kommt langsam die Wahrheit ans Licht. Doch jenseits von Lieblingsfußball auf Seite 1 kommt auf der allerletzten Seite in einem winzigen Artikel dann eine bedeutsame Wahrheit ans Licht.
Diese Meldung betrifft uns alle existenziell und gehört eigentlich auf die Titelseite. Es geht um die allgegenwärtige Mobilfunkstrahlung. Ein römisches Gericht befand, es sei unbestritten, dass der Hirntumor eines 50-jährigen Managers auf das Telefonieren mit dem Handy zurückzuführen sei. Das Gericht hat hinsichtlich der gesundheitsschädlichen Mobilfunkstrahlung sicherlich ein wegweisendes Urteil gefällt. Doch der nächste Schritt, den dieses Gericht allerdings noch nicht gegangen ist, bestünde jetzt darin, die eigentlichen Verursacher, nämlich die Handyanbieter, zur Kasse zu bitten und nicht, wie in diesem Fall geschehen, die staatliche Rentenkasse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Es ist bekannt, dass es eine Lungenkrebsart gibt, welche durch Asbest verursacht wird. Doch die Schadenersatzklage der erkrankten Asbestpatienten wurde jüngst vor Gericht abgewiesen. Grund: Verjährung. Was diese asbestvergifteten Menschen der 80er Jahren heute erfahren, droht den Handynutzern in naher Zukunft. Es ist noch zu erwähnen, dass in der Schweiz die Verjährung bereits nach 10 Jahren gilt. Netzbetreiber Swisscom, Sunrise und Orange sowie Handyhersteller Motorola, Apple und Samsung lernen angeblich aus der Asbestgeschichte und sichern sich und ihr Geschäft wohlweislich ab. Sie weigern sich, eine Verjährungsverzichtserklärung zu unterzeichnen, welche ihnen von 2 Rechtsanwälten vorgelegt wurde. Warum wohl? Glauben Sie wohl selber nicht an die Unbedenklichkeit Ihrer Handystrahlungen, wie Sie diese immer anpreisen? Das ist höchst bedenklich. Haben auch Sie eine Klage an öffentliche Medien, so können Sie diese auf unserer Webseite einreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich begrüße ich Sie zu unserem heutigen Medienkommentar zu einem Thema, das immer mehr Menschen betrifft. In Europa leiden mehr als 6 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren an Alzheimer. Diese erschreckende Zahl gaben am vergangenen Donnerstag mehrere große Tageszeitungen, wie zum Beispiel der Schweizer Blick, die Welt oder auch die Thüringer Allgemeine bekannt. Sie stützen sich dabei auf eine Mitteilung des Europäischen Alzheimer-Kooperationsprojektes EuCOV, das den Umgang mit Alzheimer in 19 Ländern der Europäischen Union überprüft. EuCOV befürchtet sogar, dass sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 2040 auf über 10 Millionen erhöhen könnte. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Über die Hälfte aller Demenzkranken sind von Alzheimer betroffen. Die Erkrankung führt zum Verlust von geistigen Fähigkeiten wie Denken, Sprache und Orientierung. Eine Therapie gibt es bisher nicht. Das Charakteristische dieser Krankheit ist, dass das Gehirn der Alzheimer-Kranken typische Eiweißablagerungen aufweist. In den verschiedenen Artikeln der Mainstream-Medien wurde darauf verwiesen, dass die Ursache für dieses Phänomen unbekannt sei. Diese Behauptung ist jedoch sehr fragwürdig, denn wissenschaftliche Untersuchungen haben längst fundierte Ergebnisse ans Licht gebracht. Unser Gehirn wird nämlich durch eine Membran der sogenannten Bluthirnschranke geschützt, so dass verhindert wird, dass Eiweißablagerungen im Gehirn entstehen können. Wie kann diese Bluthirnschranke nun durchbrochen werden? Der schwedische Wissenschaftler Professor Dr. Matt Leif Salford hat bereits im Jahre 2003 in insgesamt über 1000 Versuchen mit Ratten nachgewiesen, dass elektromagnetische Strahlung, wie sie beispielsweise von Mobilfunkantennen bzw. auch schnurlosen Telefonen ausgeht, die Bluthirnschranke öffnet. Eindrucksvoll konnte er dies durch Aufnahmen mit Rattenhirn belegen. Die Ergebnisse von Professor Salford wurden in weiteren Studien bestätigt. Die Beweissicherheit liegt bei über 99%. Professor Salford sagt: Diese Befunde sind gut auf den Menschen übertragbar. Sie haben die gleiche Bluthirnschranke und die gleichen Neuronen. Es gibt gute Gründe dafür, dass das, was im Rattenhirn passiert, auch im menschlichen Hirn passiert. Wenn wir nun die Ergebnisse dieser Studien auf das menschliche Gehirn übertragen können, so könnte dies den dramatischen Anstieg der Alzheimer-Erkrankungen erklären. Denn wir müssen feststellen,
Durch den immer weiter fortschreitenden Ausbau der Mobilfunknetze hat die Belastung der Bevölkerung mit hochfrequenter Strahlung drastisch zugenommen. Kann es daher noch einen Zweifel daran geben, dass der Anstieg der Alzheimer-Erkrankungen auf über 6 Millionen in Europa die wissenschaftlichen Untersuchungen von Professor Seifert auch in der Praxis bestätigt? Müssen wir vor dem Hintergrund dieser alarmierenden Zahlen den Umgang mit dieser gefährlichen Mobilfunktechnologie nicht völlig neu überdenken? Müssen deshalb nicht unverzüglich Maßnahmen durch die Politik ergriffen werden, um allen Bürgern das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit aufrechtzuerhalten? Mit diesen Fragen verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute mit dem Thema ADHS und der digitale Funk entwickeln sich parallel. Die Meldungen über die Zunahme von ADHS bei Kindern und Jugendlichen reißen nicht ab. Wie aus dem Arztreport 2013 der Krankenkasse Barmer hervorgeht, stieg zwischen 2006 und 2011 die Zahl der unter 19-jährigen ADHS-Betroffenen um 42% an. Rund 620.000 Kinder und Jugendliche hatten 2011 laut ärztlicher Diagnose das sogenannte Zappel-Philipp-Syndrom. 472.000 davon waren Jungen. Parallel zu dieser Entwicklung hat auch die digitale Funktechnik in allen Lebensbereichen rasant zugenommen. Fast jedes Kind gilt heute als Passiv-Telefonierer oder Passiv-WLAN-Surfer, da in nahezu jedem Haushalt ein Schnurrlaustelefon, ein oder mehrere Handys sowie WLAN-Router eingesetzt werden. Die Strahlenbelastungen, die von außen in die Häuser kommen, nehmen ebenso zu, zum Beispiel durch den Ausbau des Mobilfunknetzes, den Neubau von 4 LTE-Netzen und einem Tetranetz, die Umstellung auf digitales Radio DAB und digitales Fernsehen DVB-T. Mehrere Studien haben diesen Zusammenhang bestätigt. Erschreckend dabei ist, dass die Strahlenbelastung bei Schwangeren auch schon auf die Ungeborenen Auswirkungen hat. Der bekannte Physiker Albert Einstein gab Folgendes zu bedenken: Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein. Nicht nur durch die Technologie ist unser Menschsein gefährdet. Medien Klagemauer hat es sich zur Aufgabe gesetzt, darüber aufzuklären. Helfen auch Sie mit, indem Sie zum Beispiel Klagemauer TV an Ihre Verwandten und Freunde weiterempfehlen. Und für morgen haben wir eine besondere Überraschung für Sie bereit. Schauen Sie doch einfach rein. Hallo und herzlich willkommen bei Medien Klagemauer TV. Mindestens zwei Dinge haben Mensch und Biene gemeinsam. Beide leiden zunehmend unter Mobilfunkstrahlung und beide sind den Mobilfunkbetreibern schutzlos ausgeliefert. Insgesamt gehen immer mehr Menschen dazu über, ihr komplettes Haus oder ihre Wohnung vor Mobilfunkstrahlung abzuschirmen und somit wieder neue Lebensqualität zu erlangen. Aber sagen Sie das mal einer Biene. Mensch und Natur sind nicht nur in städtischen Gebieten, sondern auch auf dem Lande flächendeckend einer Dauerbestrahlung durch Mobilfunk und Co. ausgesetzt. Ein Mobilfunkgeschädigter aus Walzenhausen in der Schweiz wollte es genau wissen. Im Januar 2013 rief er die Swisscom an und sagte es ihr direkt. Am Anfang des Jahres führte ich ein Telefongespräch mit der Swisscom und schilderte ihr die Wirkung ihrer in unmittelbarer Nähe aufgestellten Sendeanlage auf mich und meinen Gesundheitszustand. Anfänglich hatte ich immer wieder Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Nach und nach wurde dies so schlimm, dass mich die Antenne in der Nacht zuletzt nur noch 2 Stunden schlafen ließ. Tagsüber musste ich mich jede Stunde für 10 Minuten flachlegen. Meine Konzentration reduzierte sich weiter und bewirkte zunehmende Schwäche. Swisscom tröstete: Fast alle anderen sind noch viel stärkerer Strahlung ausgesetzt als Sie in Walzenhausen. Da wollte ich noch etwas genauer nachhaken und fragte: Dann dürfte es auf Dauer fast allen anderen ja noch schlimmer gehen als mir. Was werdet ihr Mobilfunkbetreiber dann tun, wenn es definitiv bekannt wird, dass ihr solche Schäden produziert?
Man sagte mir dann kühn, das wäre dann ein sozialpolitisches Problem. Ich wollte daraufhin wissen, was mit meinen lebensrettenden Abschirmmaßnahmen am Haus wäre. Würde sich Swisscom in irgendeiner Weise daran beteiligen? Nein, das ist ganz allein Ihre Sache, war die prompte Antwort. Alles klar? Spart also schon mal fleißig all Ihr Bestreiten, denn das wird richtig teuer. Klagemauer TV wird weiter dranbleiben und Täter und Opfer auf ihrem Weg begleiten. Wir schalten nun um in unser Studio Freiburg. Zurzeit wird im Kinofilm More Than Honey, mehr als Honig, wie auch in den Medien die einseitige Meinung publiziert, dass die Bienenvölker seit Jahren wegen der Varroa-Milbe und den Pestiziden aussterben. Universitätsdozent Dr. Ferdinand Huschitschka von der Medizinischen Universität Wien, erfahrener Imker und gründlicher Erforscher des Bienensterbens, legt den Finger allerdings auf eine ganz andere Ursache. Hochfrequente elektromagnetische Felder, die durch Handymasten verursacht werden, stören die hochsensiblen Sinnesorgane der Bienen und bringen die Tiere in unbegründeter Aggression gegeneinander auf, sodass sie sich sogar gegenseitig umbringen. Die letzten Überlebenden fallen dann sogar über ihre Königin her und töten sie. Dr. Huschitschka sagt, der Handyboom tötet die Bienen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass seiner Forschung keine Beachtung geschenkt wird. Seit Jahren unterbindet und verheimlicht die Mobilfunkindustrie jegliche Forschungen, die ihrem Geschäft schaden könnten. Abschließend noch ein Zitat von Abraham Lincoln. Die Macht des Geldes beutet eine Nation in Friedenszeiten aus und verschwört sich gegen sie in Kriegszeiten. Sie ist despotischer als eine Monarchie, unverschämter als eine Autokratie und egoistischer als eine Bürokratie. An diesem Punkt verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Mobilfunk entwickelt sich zunehmend zu einer wahren Epidemiegefahr. Dass dies nicht nur eine Behauptung ist, verdeutlicht folgender Schicksalsschlag. 1997 wurde eine Mobilfunkantenne von T-Mobile neben einem Bauernhof im bayerischen Oettingen errichtet. Schon ein Jahr später, 1998, blieben Schwalben und Zugvögel weg. Innerhalb von 8 Jahren starben von insgesamt 80 Kühen 13 Tiere an Immunschwäche. Es folgten außerdem 14 Totgeburten und 41 Frühabgänge im 3. und 4. Monat. Insgesamt betrug der Schaden rund 50.000 Euro. Der Amtstierarzt jedoch fand keine Ursachen. Eine Kontaktaufnahme mit dem Bayerischen Umweltministerium blieb erfolglos. Die Wissenschaftler Professor Löscher, Professor Klee und Dr. Wenzel warnen. Wir gehen mit einer gefährlichen Geschichte um. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Mobilfunkstrahlung und dem Fehlverhalten der Rinder. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich eine wahre Epidemie unter uns Menschen bahnbrechen wird, und zwar die Epidemie der Funkstrahlenschädigung. Welche Folgen digitaler Funk bereits verursacht hat, werden die nun folgenden Tagesnachrichten zeigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an meine Kollegin.